Ja, liebe YouTube-Freunde, wieder mal Erfolgskontrolle schauen. Und es macht mir Freude, ich muss es sagen. Ich hatte Angst, das Spritzmittel vernichtet meinen Raps nicht, der da in den Kartoffeln gewachsen ist. Schau mal schauen, ob ich da einen finden. Hier, dieser Raps, der ist tot. Jawohl. Kartoffeln sind sauber, habe Freude. Hier Saatkartoffelfeld. Die kommen auch schön. Ja, sollten ein bisschen weiter sein. Zu dem heurigen Säuberungskurs vor Seemarkt, dritte Gruppe. Wie ihr seht, haben wir heuer aufgrund der Wettersituation haben wir da noch Zelt besorgt. Und von dem, was ich sie habe, habe ich auch müssen, dem, was ich hoch und heilig müssen versprechen, einen kurzen Werbespot zu schalten. Wir sollen die Tochter nachher auch auf Motorex Öl und Schmiermittel setzen, wenn wir dann da schon die Zelt unentgeltlich für den Kurs benutzen. Adria, Tendenz steigend. Letzte Herbst, Erntebilanz, Herdöpfel, Schweiz, zu wenig Agria, die Fläche wird ausgedehnt, wird die Vermehrung wieder ausgedehnt. Und heute kann man sagen, die Agria, die der Heuer produziert, die verkauft man im Herbst. Der ist dann rausgeräumt. Du musst nicht warten, bis sie so gross sind, nicht nur, dass es weniger schlepp ist, sondern eben, dass die Gefährdung nicht passiert. Oder? Und das ist so ein bisschen der Trend bei anderen Vollwohl vor allem auch. Dass man Agria unterschätzt, wenn wir von Virus reden, dann reden wir von Amandin, von diesem schwierigen Zeug, von Gourmandin. Aber da hier, wenn ihr die Kälber auf 1,5 Wochen geht, verlierst du einfach viel Geld. Wenn du übergrossen der Kühe fuhr ist. Oder ob sie für die 3 Hektare wieder setzt, ist nächstes. Immer einfach schön zu Auge laufen, alles was gleichmässig ist, ist gut. Und die, die so abweichen müssen, raus. Wenn ihr etwas kleinere habt, müsst ihr einfach mit anderen kleineren vergleichen. Die muss weg, die muss weg. Fritz, nicht da. Ja, die komplett nass. Das heisst, in der vorderen Phase, wo es kühl war, haben sich die Bakterien vermehrt. Und wenn es dann wärmer wird, wenn die Pflanzen Wasser saugen durch den Stängel, und der ganze Stängel ist richtig vermacht von diesen Bakterien. Und dann geht es vor dem Graben relativ nass war. Und klar ist die Geschichte, du siehst durch den Winter kein weg. Problem mit diesen Stämmen, bakteriellen Problemen, die wir haben. Das Problem ist erst wieder, wenn es ersetzt ist. Also werden wir erst jetzt sehen, was ferne Probleme sind vorgekommen in dieser nassen Phase vor dem Graben. Nein, das ist keine Sorte, das ist keine Herausforderung, das ist ein Geschenk. Ja. Lady Christel, kannst jetzt machen, was du willst, ich will nie viruskrank. Ich könnte jetzt hier kranke Charlotte einsetzen, Blattläuse einsperren, die rumfliegen, stechen, machen. Knollen wird nicht krank. Wir müssen schauen, was wir jetzt hier gebudelt haben. Und mit dem wollte ich einfach zeigen, die Zeit läuft. Hinter die Novator, die fängt an zu blühen. Ich sehe auch wie krank aus. Da. Wenn die ausschreissen, oder? Der Ertrag ist gesetzt. Deutlich, dass der Ertragseinbuss irgendwann das Thema wird. Die Norm ist ja 10% für eine Klasse A. Und das kompensiert dann ein bisschen und so, oder? Aber wenn du jetzt da hochgehst und schlechte Wahrsätze sieht nicht gut aus, aber du siehst. Dann landest du da. Das sind alles Kranke gesetzt. Nein, ja, die Augen wieder rum. Er hat tief gelacht. Der wieder rum, oder was? Das ist Menge. Das kannst du nichts sagen. Ja, Menge schon. Ja, dieser Sackkartoffelkurs fand an der landwirtschaftlichen Schule Wallierhof Riedholz Solothurn statt. Ich war gestern Abend dort, Dienstag, 19. Mai. Er ist für alle Saatzüchter obligatorisch. Dort ist auch ein Saatprobenanbau angebaut. Von mir sind auch 100 Knollen gepflanzt. Und hier auf diesem Zettel ist ersichtlich, wo ich den da in Riedholz am Wallierhof finden kann.
Der Kurs war wie immer sehr informativ und mein Wissen ist upgedatet zum Saatkartoffeln säuben. Ja.